Habe ich leider nicht viel erfahren, was mit dem Auto passiert ist vorher. Ja. Wie oft benutzen Sie den denn nur zu solchen Aktionen wie heute? Nein, der wird regelmäßig gefahren. Also bei schönem Wetter wird er immer gefahren. Ich habe es also geschafft, jetzt in den 10 Jahren, in dem wir sehen, dass er erst dreimal lassen worden ist. Da war ein Schwarzkapfen. Ja, ja, man erlebt eine schöne Sache. In Cremefarben und roten Lederpolster. Genau, Bela war der Name, ne? Thorsten? Gene. G-E-H-N-E-R. Thorsten ohne H. Ja, das kommt im Radio. Ist das egal. Thorsten Gene, okay. Ja, wir stehen am nächsten, ich möchte fast sagen, Unikat. Thorsten Gene ist bei mir, das ist nicht das Unikat, sondern sein Trecker. Was ist denn das für einer? Ja, das ist ein Holz vom Baujahr 54, Typ ist F2L514, ist ein Motor benannt worden damals. Der Motor ist ein Fahrmotor, mit 2 Zylinder luftgekühlt, der Baujahr ist 14 cm voll gut, deswegen heißt der so, der Trecker ist jetzt genau nach 10 Jahren benannt worden. Und ja, 44 ist der Baujahr. Ja, und jetzt fahren wir damit hier und da mal durch die Gegend. Wir waren so im Urlaub 14 Tage durchs Münsterland, 400 Kilometer mit Wohnwagen. Mit diesem Ding? Genau, mit diesem Ding. Und das war die Show, weil das war das einzige Mal, wo man in Urlaub fahren kann in Sommerferien, wo der Stau nur im Spiegel stattfindet und man ist immer Erster. Sehr besonders, der ist in einem richtig schönen Grün lackiert und vorne steht in gelber Schrift drauf, luftgekühlt. Ist das für so ein Fahrzeug schon was Besonderes gewesen, dass man das da luftgekühlt hat? Es war damals eine Besonderheit, weil die Firma Deutz gesagt hat, unsere Fahrzeuge, die gehen bis minus 40 Grad ohne Probleme. Es gab früher keine vernünftigen Postschutzmittel, da musste man das Wasser ablassen, die Rollen sind geplatzt in den Postschäden und sind im Sommer zu heiß geworden, weil die Problematik mit den Wasserkühlungen in der Bahn noch nicht so richtig gelöst. Und deswegen waren die also schon Marktführer, weil es anging, mit luftgekühlten Dieselmotoren Ackerschlepper zu produzieren. Und hoffen wir mal, dass er kühl genug ist, wenn Sie in Urlaub fahren, dass er auch durchhält. Danke Ihnen auf jeden Fall. Gerne. So, jetzt noch. Da haben wir ja gleich reichlich. Dirk, heißt mit Nachnamen wie? Knüttel. Knüttel, aus Duisburg auch? Ja, Duisburg B. Dirk Knüttel aus Duisburg. Also, wir haben ja gesagt 20 Oldtimer, aber wir haben ja dann auch gesagt, also bitte nicht nur Autos, es dürfen auch andere Fahrzeuge hier hin. Wir hatten gerade den Trecker und jetzt stehen wir vor einem pensionierten Postmoped aus dem Baujahr 1970. Eine Herkules Lastboy von Dirk Postbote Knüttel. Sogar Dirk Postbote steht hier auf seinem T-Shirt. Dirk, schön, dass du mit diesem gelben klassischen Postmoped zu uns gekommen bist. Wie kommt man da ran? Bist du früher bei der Post gewesen? Nein, ich bin nicht bei der Post, ich bin bei dem Wirtschaftsbetrieb am Arbeiten. Das habe ich im Internet ersteigert damals und habe das restauriert, liebevoll, und fahre damit rum, überall hin. Ist Posten eine Leidenschaft von dir oder warum ausgerechnet so ein gelbes Gefährt? Ich sammle Postartikel, ich habe zu Hause einen großen Standbriefkasten stehen und alles Mögliche, was da von der Post ist, sammle ich so ein bisschen. Jetzt, wenn man jetzt in einer Freizeit mit so einem Gefährt rumfährt, kann ich mir vorstellen, wir denken alle, gleich kommt ein Paket zu mir. Kann man das irgendwie gewerblich noch nutzen? Ist die Post schon mal auf dich zugekommen, hat gesagt, das können wir für irgendeine tolle Werbeaktion mal nutzen? Nee, eigentlich noch nicht. Ich fahre sehr viel rum draußen und wir haben schon mehrere Passanten angesprochen. Könnt ihr mal den Brief hier mitnehmen? Haben sie gerade den Kasten da leer gemacht, so ungefähr. Also sind schon ein paar lustige Sachen bei. Wir haben uns schon kaputt gelacht, wenn die Kollegen sind. Immer lustig. Also sie können auch ganz viel damit transportieren. Das Ding hat ja auch noch einen Hänger, ne? Also da ist Einkaufen auf jeden Fall auch locker mit drin. Ja, da kriegen wir so 4 Kisten Bier rein, wenn wir einkaufen gehen. Aber wenn wir Zelten fahren, also ist schon immer gut was drin, sag ich mal. Grill und alles Mögliche. Ich sehe hier so einen Blasebalg. Mit dem Ding kann man hupen, ne? Ja, kann man mit hupen. Lass das doch mal hören. Die Autos haben eben. Ah, schön. Danke für die Hupe an unserem Dienstwagen heute Morgen. Danke. Dirk Knüttel, danke schön für diesen Klassiker, der natürlich auch in die Wertung ging. Aber Daniel, und das müssen wir jetzt als Bilanz nochmal sagen, die 20 sind nicht zustande gekommen. Also haben wir unsere Wochenaufgabe auch nicht gelöst. Aber bei dem Bild, was sich hier bietet, und das kann man ja dann auch als Video und Fotos bei uns auf Facebook nachgucken, hat es sich trotzdem gelohnt, ne? Absolut. Also es sind ergreifende Bilder, möchte ich sagen. Eine tolle Vielfalt von Fahrzeugen, die wir hier zusammengekriegt haben. Und also ich sag mal,
solche Wetten, solche Aufgaben kann man auch locker mal verlieren, wenn einfach so ein schönes optisches Ergebnis dabei rauskommt. Genau, wir genießen hier draußen im Landschaftspark jetzt noch das Bild mit den netten Damen und Herren, die uns hier unterstützt haben. Und zurück zu Danny. Bis dann. Tschüss. Das ist super, super nett gewesen. Wir haben zwar unsere Aufgabe nicht lösen können mit den 20, aber es ist nicht Ihre Schuld. Sie sind ja gekommen. Deshalb war es auch für den ersten Versuch von uns, das im Programm unterzubringen, jetzt gar nicht so schlecht. Also wir fühlen uns jetzt als Team nicht als Verlierer. Das hat uns großen Spaß gemacht auch. Und dass man sich hier dann mal unter Leidenschaftsgenossen sich austauschen kann, ist ja für den einen oder anderen auch nicht verkehrt gewesen. Also von uns ein großes Dankeschön fürs Mitmachen. Wir können natürlich jetzt keinem befehlen zu fahren. Wir von unserer Seite aus beenden die Aktion jetzt an der Stelle. Wir würden gleich ganz gerne nochmal filmen, wenn Sie sich in Bewegung setzen sozusagen, wenn jeder hier so rausfährt, mehr oder weniger hintereinander. Das wollen wir auch nochmal filmisch und fotografisch festhalten. Wie gesagt, ansonsten vielen Dank. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Also hat uns riesen Freude gemacht. Also wirklich genau das erreicht, was wir eigentlich wollten, dass es einfach schöne Bilder gibt, dass wir tolle Autos sehen. Und ob das jetzt 2013 oder weniger wäre, das ist wirklich in dem Fall egal, weil das war einfach eine schöne Geschichte und wir hoffen, also dass Sie auch Freude daran hatten. Nochmal Dankeschön. Also eigentlich Applaus an Sie jetzt in dem Fall. Ja. Beep, 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 beep.